Ich weiß nicht, wie viel du über Zebras weißt, aber mach dich ready für eine Minute Zoologie. Zebras, diese lebendigen Strichkots, sind ja in Gruppen unterwegs. Und wenn man so eine Zebragruppe von außen betrachtet, dann hat man das Gefühl, die schauen alle genau gleich aus. Aber Achtung, dem ist nicht so. Nein, die haben alle ein unterschiedliches Streifenmuster auf ihrem Körper. Es gibt drei verschiedene Zebraarten und je nach Art haben sie zwischen 30 und 80 Streifen auf ihrem Körper. Wenn jetzt ein süßes kleines Zebrababy geboren wird, dann wird es nicht direkt von der Zebragruppe begrüßt, sondern die Mutter entfernt es von der Gruppe für die ersten paar Tage nach der Geburt. Warum? Ich bin so froh, dass du fragst. Es gibt nämlich eine These, die besagt, dass die ersten Tage nach der Geburt dafür da sind, dass das Zebrababy seine Mutter ganz genau kennenlernt und dass es sich ihre Streifen einprägen kann. Weißt du, die Zebramutter, die will, dass ihr Baby weiß, wie sie ausschaut, wie sie riecht und dass das Baby bei ihr sicher ist. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott ausschaut, aber manchmal verhalten wir uns wie so kleine, verwirrte Zebrababys, die vergessen haben, wie ihre Mutter ausschaut. Vielleicht befindest du dich in einer schwierigen Situation und du hast total vergessen, wie Gott ist. Du hast dir seine Streifen nicht gut genug eingeprägt. Weißt du, vielleicht schreibst du im Moment nur schlechte Noten und du denkst, dass Gott dich bestrafen will. Aber die Bibel sagt, dass Gott immer mit dir ist und er das Beste für dich will. Präg dir sein Muster genau ein. Vielleicht denkst du, Gott weiß überhaupt nicht, wie du dich fühlst, weil du keine Lehrstelle finden kannst. Aber die Bibel sagt, dass Gott ein perfekter Plan für dein Leben hat. Lerne Gott besser kennen. Oder vielleicht denkst du, du bist nicht schön genug, nicht hübsch genug. Aber die Bibel sagt, dass Gott dich wunderschön gemacht hat, genauso wie du bist. Präg dir Gottes Muster genau ein und lerne ihn immer besser kennen. Lies deine Bibel oder schau dir das Leben von Jesus an, weil er ist das perfekte Abbild von Gott. Vielleicht nimmst du dir Zeit und versuchst, auf Gottes Stimme zu hören, weil so kannst du ihn besser kennenlernen. Präg dir Gottes Muster ganz genau ein. Sei ein Zebra.